Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Genau, meine lieben Freunde, wahrscheinlich haben es viele mitbekommen, es war die oder ist die ESN Week. Da spart ihr bis zu 70% Rabatt mit meinem Code Eli. Ein paar Sachen waren schon sold out, deswegen wurde jetzt, wenn ihr das seht, wieder ein paar Restocks gemacht. Zum Beispiel beim Isoclear, bei den Designer Bars und auch beim Designer Way. Könnt ihr gerne abchecken, schaue ich mal den Link hier rein. Wie gesagt, bis zu 70% Rabatt. Checkt das Ganze gerne aus. Viel Spaß damit. So, was geht ab? Und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute ist der letzte Tag, meine Freunde. Morgen geht's für Melina und mich zurück nach Deutschland. Hoffentlich bringen wir die Sonne mit. Ich habe gehört, es regnet die ganze Zeit in Deutschland. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ist verwirrt. Naja, wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Drückt gerne nochmal aufs Herz. Lasst ein Like da, wir wissen noch nicht genau, was wir heute machen. Wahrscheinlich nicht viel. Nicht viel, ne. Das ist, mal gucken. Aber es ist halt so geil, hier einfach auch rumzuliegen. Ich nehme euch mit. Kuss. Fazit zum Frühstück. Ich gebe heute mal so kleine Hotelbewertung. Frühstück ist okay. Das Obst ist richtig gut. Obst von mir kriegt eine 9 von 10. Auch die Kirsche und so, die habe ich gerade gegessen. Die sind so Bombe. Das ist halt das, was ich immer esse. Diese Kartoffelecken sind ganz nice. Und das Ei ist auch gut. Also das Ei ist stabil. Ein gutes Frühstück. Kann man machen. Wir gehen jetzt zum Strand. Wie gesagt, zum Hotel. Das hier ist dann so die Area, wo ihr seid, wenn ihr nicht dieses private Pool-Ding habt. Ist auch viel günstiger, ne? Ich glaube, hier gab es schon Zimmer ab, wie viel? 1000 Euro, Melina? Ich glaube, ja. 1000 Euro. Auch viel, ne? Aber im Vergleich, unseres kostet 3000 und deren Ding hier kostet, glaube ich, ein Taui. Digga, was im Internet abgeht, ne? Also, Türkei hat ja gewonnen gegen Österreich. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht thematisiert, das war gestern noch. Alle meine Eier! Wo seid ihr 6-1 Geld? Legt meine Eier! Da scheppert es so hart, ne, im Social-Media-Bereich. Die machen sich alle an, teilweise auch wirklich ins Persönliche schon. So als neutraler Beobachter sag ich, dass es immer gut ist, wenn so Länder wie Österreich und Türkei lange im Turnier sind, weil die viel mit Deutschland auch zu tun haben. Man sollte ein bisschen entspannen, ne? Klar ist lustig, dieses bisschen Provokante, aber das geht ja, also ich bin jetzt mal so ein bisschen durchgegangen, das geht ja hart ab, ne? Wir können Europameister werden, wir werden! Das sag ich seit Tag 1! Und? Nee, ist nicht schön. Man kann sich ja gegenseitig richtig gern haben und zusammen feiern. Ja, nee, das geht glaube ich nicht. Aber es ist theoretisch möglich jetzt. Ich glaube, Niederlande spielt gegen Türkei, England gegen Schweiz. Ich glaube, das wird ein richtig gutes Spiel von der Stimmung her. Weil die Niederländer... Ich bin sogar in Berlin. Dieses nach links. Und dann noch die türkischen Fans. Ich glaube aber, also Prediction, ich glaube, Deutschland kommt weiter gegen Spanien. Was denn? Mir wumpe, ob Spanien leicht favorisiert ist. Dann sage ich, dass Portugal weiterkommt gegen Frankreich. Ist auch 50-50-Game, aber ich... Digga, ich finde Frankreich so schlecht, ne? Es tut mir leid bei aller Liebe. Ich fand die so kacke in allen Spielen. Ich habe von 4 Spielen 3 gesehen. Ich fand die immer schlecht. Die haben einfach nur 3 Tore geschossen. Davon waren 2 Eigentore und 1 ein Elfertor. Also ich kann das nicht. England genau dasselbe. Ich glaube und ich hoffe, dass Schweiz weiterkommt. Und Niederlande, Türkei. Ich glaube, dass Niederlande weiterkommt. Die waren echt stark gegen Rumänien. Hab mir das Spiel angeguckt. Es hätte auch 6-0 ausgehen können, das Spiel. Was auch geil ist, du kannst auf den Knopf drücken. Drück mal auf den Knopf. Und dann kommt jemand. Call, cancel, bill. Das ist eigentlich voll oft. Ist aber voll geil. Guck mal hier. Du kannst dann darauf drücken und dann kommen die und dann kannst du hier nochmal bestellen. Perfect. Manche machen romantische Sachen in den Sand und Melina schreibt das. Eli stinkt. Ausrufezeichen. Und Eli ist dumm. So. Das sind anscheinend die Sachen von meiner Verlobten. Gut. M plus E. Oder war das vorher ein F für Festhalter 69? M plus D. Was ist D? Klar, mein Liebhaber. Manni plus Diego und Corina plus Edi. Ja, gleich okay. Law. Top. So sieht das Wasser hier übrigens aus. Haben auch ein paar in den YouTube-Kommentaren geschrieben und auf Insta, dass es so türkis aussieht. Und ja, es ist wirklich relativ türkis. Also. Das Wasser hier ist wirklich sehr angenehm. Das Einzige, was abfuckt, da drinnen sind so Steine mäßig. Also du trittst da die ganze Zeit drauf. Aua. Sonst ist das Wasser schön klar, wie man hier sieht. So, was ich mich auch gefragt habe. So geht, glaube ich, Skikräfte. Man nimmt es so. Ah, das ist zu nass.
Man nimmt hier so ein bisschen und dann ist ein bisschen viel und dann macht man so hier, ne? Ein paar Mal und dann hat man Skiköfte. Skiköfte ist top. Oh, guck mal, die Natur, wie interessant die ist. Ich mache einmal so, zack, bumm. Hände wieder sauber. Okay, krass. So, wir sind jetzt hier wieder bei dieser Bar. Da sind wir jetzt schon ein paar Mal essen gewesen. Die Preise sind halt echt respektlos, ne? Also, die kostet so, weiß nicht, also schon teuer. Also, warte mal, ich gebe euch mal so ein Beispiel. So ein Salat, 20 Tacken halt. Das ist halt bei diesen Hotel-Restaurants, muss man wirklich sagen, das lohnt sich überhaupt nicht. Vom Preis auch hier 30 Tacken aber für Nudeln. Ist ja klar, bei so einem Hotel. Ja, aber damit die Leute das hier mal sehen. Also ich würde euch wirklich empfehlen, in der Stadt essen zu gehen und nicht in den Hotels. So, nur damit ihr wisst, was ich meine. Das hat jetzt 18 Euro gekostet. Echt? Ja. Was auch interessant ist, wenn man sich mal sowas überlegt, wie diese ganzen Früchte, Zitronen und etc. pp., wie die so entstanden sind. Weißt du, was ich meine? Wir sind ja nicht einfach gespawnt hier mit, hallo, hier ist eine Zitrone, sondern wie ist das passiert? Wie war der Werdegang der Zitrone? Von der allerersten Zitrone, wie ist das passiert? Und jetzt überleg, jetzt bin ich in euren Kopf. Für was? Nein, jetzt bin ich in euren Kopf drin. Überlegt euch das mal. Ja, von den Bäumen. Gut, und wie kam die erste Zitrone auf den Baum? Meine Fresse, macht euch mal Gedanken. Oh, möchte gern Allwissende. Ab wann ist die Stadt Metropole? Hat sie nicht gewusst. Doch, ich hab gesagt, ab 2 Millionen, Eli meinte 1 Million. 1 Million, woher kommt das Wort Metropole? Aus dem Griechischen. Er hat mich wieder voll gebabbelt, ne? Dass jedes Wort aus dem Griechischen kommt. Nicht jedes, aber Topf. Was ist mit Topf? Weiß ich nicht. Kommt aus dem Griechischen? Aber nein. Viele Wörter kommen aus dem Griechischen. Was ist mit Sandalen? Was ist mit Sandalen? Das weiß ich nicht, aber es ist einfach. Ja. Eben, es ist was ist mit Olive? Ja. Olive? Kommt das aus dem Griechischen? Ja. Kommt auch wieder nicht. Nein, jetzt hör mal auf. Du verarschst mich. Aber es ist wirklich an alle Leute, die so viel mit der Wissenschaft zu tun haben oder die sich mit Sprachwissenschaften beschäftigen. Bitte schreibt in die Kommentare, ob nicht wirklich sehr viele Wörter aus dem Griechischen kommen. Was ist mit Knie? Mit dem Knie? Weiß ich nicht. Kommt auch nicht aus dem Griechischen. So, Eli bestellt jetzt sein Eis. Und? Ich weiß nicht, dass Eli so ein Problem hat mit seinen Schuhen. Ich glaube, irgendwie in deinem früheren Leben warst du so ein Nudist oder sowas. Meine Füße werden immer heiß. Mal hier, hier liegen seine Schuhe. So, wir haben uns jetzt Eiscreme geholt. Ich habe hier Joghurt-Eis mit Erdbeersoße und Mandeln. Und Eli, was hast du? Kinder Bueno. Zeig mal. Und, was gibst du dem? Das ist geil. 8,5. Magst du eigentlich auch Joghurt-Eis? Nee. Ich finde Joghurt-Eis ist voll underrated. Ich würde übrigens sagen, dieses Hotel ist, hat wahrscheinlich eh jemand bekommen. Taps. St. George Hotel. Hier ist das italienische Restaurant, haben wir das schon gesagt? Ich weiß gar nicht. Italienische Restaurant. Gelaterie. Hinter euch. Also Gelaterie. Hier ist das japanische. Gilt hier nicht essen. Hä, das. Aber der Salat... Eli, aber du bist auch sehr kritisch, weil der Salat war wirklich lecker. Ich bin kritisch, aber ich will auch sagen, meistens, so in Griechenland oder vielleicht auch in Zypern, gibt es halt nicht das beste Sushi, weil es nicht so verbreitet ist wie in Berlin. Geht auch nicht hin. Also ich fand es gut, Leute. Eli ist sehr kritisch. Ist ein bisschen teuer, aber... Okay, damit ist ein bisschen teuer. Nigiri. Ja, okay, ich würde kein... Lass mich ausreden. Okay, ich würde dir kein Sushi bestellen. 20 Euro. 8 Makis, 30 Euro. Und jetzt ist Ruhe. Macht gar keinen Sinn. Das ich macht überhaupt... Ja, also geht da nicht essen. Kann sich ja die ganze, Speise... Hotel, sage ich, kriegt von mir eine 7,5, glaube ich, 7,5. Mitarbeiter, manchmal ein bisschen komisch, muss ich sagen, aber die meisten sind nett. Wie das hier aussieht, richtig geil. Dieser Private Room, richtig cool. Kosten 3000 Euro pro Person. Es ist mal wieder Zeit, ich muss Videos machen. Los, ich mach, lauf, Video läuft. Nee, so konzentrierst du dich nicht, du musst mit beiden Händen halten. Ja, ich mach so. Ja, aber du hältst ja das Vlog-Handy, du musst beide. Ich guck nur auf dein Handy, ich guck. Nee, dann funktioniert das nicht. Doch, mach. Eine Arbeitsverweigerung. Dann nicht, hier. Ja, oder? Das, ich schwör's dir, ich leide so krass mit euch. Mit diesen ganzen Freunden, die immer Bilder und Videos von ihren Freundinnen machen müssen. Wir sitzen alle im selben Boot, es ist verwirrtet. Holt euch diesen Scheißstock, der macht es besser als wir. Versteht das? Nein, das ist voll süß. An die Freundinnen, holt euch diesen Selfie-Stick. Der macht das besser als wir, der ist motivierter und den können die anschreiben, wie die wollen. Der kann nicht laufen. Ja, scheiß auf den Selfie-Stick. Okay, Melina versucht jetzt so weit zu werfen, wie sie kann. Hä? Ich hab's gar nicht gesehen. Okay, okay. War nicht schlecht. 1, 2. Ist
Ich habe auch den Stein da drin. Oha, ehrlich, als ob. Hast du den wirklich getroffen? Ja, aber ich hab's gehört. Oha, wie weit kannst du werfen? Ja, nimm mal einen großen Stein, damit man es. Nimm diesen da, diesen. Eben? Ich habe bei den Bundesjugendspielen immer eine Teilnehmerurkunde bekommen. Okay, bereit? Ja. Wow. War ja nicht so weit, war ja oben. Nein? Achso. Pass auf, dass du nicht gegen. Okay, aber. Ja? Nee, nicht gut, oder? Wenn es Jugendspiele. War toll. Lilo und ich sind hier am Chillen. Und genießen das Leben. Crush it, bit, little bit. Roll it up, take a hit. Feeling it, feeling it. 2 a.m., summer night. I don't care, head in the wheel. Malaca, Malaca, Cavite, Guexis, Kai, Woxis, Giariati, Yati. Leute, ich muss es ganz kurz festhalten, weil es hat jetzt ein anderes Level erreicht. Wir sind hier in so einer Rooftop-Bar. Ist voll schick hier und so. Und der Mann hat erstmal wieder seine Schuhe ausgezogen. Ist ja der Klassiker. Aber er fängt jetzt schon an, Eiswürfel aus seiner Limo zu nehmen, wirft sie auf den Boden und stellt dann seine Füße drauf. Ich sag ehrlich, ich hab ein ernsthaftes Problem mit meinen Füßen. Übrigens gibt's hier einen Tennisplatz. Da müsst ihr euch dann einbuchen. Kann man aber wirklich immer nur nachts machen, ne? Aber ist ganz cool. Da hinten ist so ein Kinderkino für die Leute, die hier Kinder haben. Da unten sind die Restaurants. Und da ist sogar noch ein Fußballplatz. Aber der ist nicht beleuchtet. Ich glaube, da kann man sich aber auch reservieren mäßig. Ja. Dann sind da die Pools. Und hier ist so diese Bar. Die ist richtig geil. So, Freunde. Wir sind wieder auf dem Zimmer. Wir müssen morgen früh raus. Ich nehme euch aber morgen auch nochmal mit, bis ich zu Hause bin. Wir müssen um 7 Uhr aufstehen. Weil wir fahren 2 Stunden zum Flughafen. Das hat Melina verwirrt gebucht. Es gibt nämlich 2 Flughäfen. Und wir haben den weiteren. Aber ich habe es nicht verwirrt gebucht, denn der andere Flughafen, der fliegt, da gibt es keine Flüge. Also nicht täglich. Keine Flüge täglich. Deswegen müssen wir morgen 2 Stunden zum Flughafen erstmal. Wir müssen den Wagen abgeben. Ein bisschen früher immer da sein beim Auslandsflug. Genau. Ja, dann sehen wir uns morgen früh wieder. Gute Nacht. So, wir haben den nächsten Morgen. Wir müssen jetzt los. Ich zeige euch jetzt den schnellsten Kofferpacker der Welt. 7.55 Uhr. Das zeige ich jetzt mal. Ja, ich zeige euch jetzt mal, wie sowas geht. 12 Sekunden später. Wir sind fertig. Es ist 8.10 Uhr. Wir verlassen jetzt das Hotel und fahren jetzt zum Flughafen. Nochmal ein Abschied an das ganze Hotel hier. War sehr cool. War sehr erholend. War mal erholend, wirklich. Erholsam. Ich habe hier einen Fußballplatz gesehen, den habe ich schon bei der Hinfahrt gesehen. Und ich meinte, der hat eine richtig geile Größe für Icon League, weil wir da auch noch gerade am Rumexperimentieren sind. Wir müssen uns langsam entscheiden und ich will jetzt wissen, was das für Maße sind. Und ich werde das jetzt ablaufen. So, das finde ich, hat geile Maße. Ich glaube, das kommt ein bisschen größer rüber im Video, als es ist. Aber das ist voll geil. Finde ich. Also größere Tore, aber das ist eine gute Größe für ein Fußballfeld. Das ist auch so eine Sache, ne? Fast alle Fußballplätze, wo ich vorbeigefahren bin, also auch diese Bolzplätze, die haben alle Kunstrasen. Das ist so ein guter Kunstrasen. Ich schwör's dir, ich kotze im Strahl. Und bei uns auf den Vereinsgeländen in Berlin gibt es nicht mal Kunstrasenplätze. Ist das geisteskrank. Hier haben einfach die Bolzplätze haben Kunstrasen. Sogar das hier. Das hier ist auch Kunstrasen. Wir wollen mal anmerken, dass wir es eigentlich ein bisschen eilig haben und zum Flughafen müssen. Und Eli jetzt den Fußballplatz gesehen hat und jetzt hier, keine Ahnung, was er macht, langläuft. Aber anscheinend, also der Boden fühlt sich echt cool an. 50 in die Länge. Kicken. Glaube ich. Wie viel war das denn bis zur Mitte? 25,5, aber war ja nicht immer ein Meter, den ich gemacht habe. Ja. 50 Länge? Okay, ich habe es mir gedacht. Das ist 50 mal 30. Perfekte Größe. Das ist es. Hier. Auch mal die Icon League in Zypern machen. Guck mal, sagen wir, du stehst da und ich stehe hier. Und da steht einer und da steht einer. Und die haben noch 5. Dann hast du einen richtig geilen Platz. Ja. Weil die Tore sind ja auch viel größer. Dann kannst du, wenn die Tore so groß sind, dann kannst du ja von hier
also von hier ein Tor schießen ist voll einfach, wenn die Tore... Ja, das Tor sieht voll mini aus. Ja, das Tor ist mini, aber unsere Tore sind sehr groß. Ah. Gut, ich habe für meinen Korb das signalisiert. 50 mal 30 ist, glaube ich, die perfekte Größe. Ja, das denke ich auch. Und dann ist die Frage, entweder machen wir 5 gegen 5 oder 4 gegen 4. Ich glaube, 4 gegen 4 ist ein bisschen hart. Aber selbst, das sind alles... 4 Spieler auf dem Feld? Ja, vielleicht sogar 5 auf dem Feld. Ah, aber der Torwart zählt jetzt nicht mit bei deiner. Ja, also entweder 5 gegen 5 oder 6 gegen 6 mit Torwart. Ah. Aber guck mal, wenn du jetzt mein Gegenspieler bist und ich an dir vorbeikomme, dann habe ich schön viel Platz. Und die Tore sind halt so groß. Ja, gut, haben wir. Okay, Melina gibt Empfehlungen, Frauenparfüms. Da kenne ich mich nämlich gar nicht aus. Das heißt Empfehlungen, die müssen wir ja erstmal finden. Na, das hast du auf jeden Fall, dieses Milano. Mit dem hier macht man auf jeden Fall nichts falsch. Prada Milano. Und ich habe das hier auch richtig gut in Erinnerung. Moment, ich probiere es aus. Also Prada findest du gut bei Frauenparfüms? Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Hä? Ich mag das, ist richtig. Ja, riecht gut. Riecht gut. Ist schön frisch, also die beiden mag ich. Tom Ford. Gucci, dieses rosa noch. Was ist das? Lip Perfector. Das hast du dir geholt. Ja, das ist so Lippenpflege mit bisschen Farbe. Und worauf ich mal richtig gespannt bin. Ich sag ehrlich, lässt du hier deine Freundin einmal rein, sie kommen mit irgendwas wieder raus. Ich habe Schimmeröle studiert und das teste ich als nächstes. Ich habe jetzt schon 3-4 Stück getestet und das als nächstes und dann, ja. Passt. Ich liebe für den Sommer, kommt denn da nichts raus? Ach, da ist noch ein Sticker drauf. Was denn? Für den Sommer... So Schimmeröle sind der Hammer. Das macht man so auf sein Dekolleté, auf seine Beine. Und dann hat man so einen richtig schönen Glow. Ja, Mann. Finde ich toll. Voll der schöne Glow, Alter. Es ist der Wahnsinn. Bei uns Parfüm, Deo, passt. Hier. Mich hier als guck mal, es gibt für alles Cremes. Was ist das? Creme. Clarin Creme. Clarin Creme, Creme, Creme. Clarin Body Care Creme, 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 Creme. Creme. So wird man wieder begrüßt. Wir sind gelandet. Es nieselt und regnet. Es wird nur die Nacht grad. Es ist der Killer. So, hallo Jungs. Was geht ab? Was geht ab, Diego? Was geht ab, Diego? Wie geht's dir? Und da ist Manfred. Was geht ab, Manni? Wie geht's dir? Was hast du so gemacht die letzten Tage? Ja, genau. Genau. Jello ist wieder da. Der Nährchen ist wieder da. Wow. Es ist an der Zeit, meine Damen und Herren. Wenn ihr das Video seht, ist hoffentlich Radar angelegt worden. Bruder, ich sag es dir ganz ehrlich, dieser verdammte Rennbock. Ich bin jetzt angekommen und gehe gleich online auch. Da ist Manfred. Manfred, wir sind jetzt verlobt. Ja. Stimmt. Ihr seid offiziell. Obwohl, eigentlich sind es Streng genommen. Was willst du sagen? Es sind keine Streng genommen schon. Nein. Streng genommen schon. Ja, genau.